wird ja auch Zeit. Pathfinder, wenn Ihr Gespräch mit der Nexus beendet ist, würde ich gerne mit Ihnen reden. Ich glaube, ich weiß, wie wir Meridian finden können. Sie wissen, wo Sie mich finden, falls Sie mich brauchen. So, haben wir hier noch irgendwas offen? Beschleunigte Forschung. Verteidigung. Handel. Also machen wir einen Verteidigung rein. Und einen Wissenschaft. Dann ist Wissenschaft voll. Und wir brauchen nur noch einen einzigen Punkt. Dann soll sie mir mal sagen, wie wir Meridian finden. Für einen Menschen. Pathfinder, genau Sie wollte ich sprechen. Meridian, von seinen Schöpfern auf den Weg geschickt, aus der Bahn geworfen von der Geißel und jetzt verschwunden. Ein unbemanntes Schiff ist den Meeresströmungen ausgeliefert. Also, stellen Sie sich Meridian als Schiff vor und die Geißel als Meer. Wenn es uns irgendwie gelingt, die Strömungen vorherzusagen und zu verfolgen, könnten wir herausfinden, wohin das Meer das Schiff getrieben hat. Das ist genial. Die Geißel ist das Meer, in dem Objekte hin und her bewegt werden. Es ist natürlich keine exakte Analogie, aber es veranschaulicht, was ich meine. Dr. Ambrose Vorschlag könnte wirklich unsere beste Chance sein, Meridian zu finden. Wenn wir mehr über die Geißel wissen, können wir sagen, wie sie die Dinge beeinflusst, die mit ihr in Berührung kommen. Das heißt, wir brauchen mehr Daten, Sonden für die Geißel, angaranische Sternenkarten. Die Initiative hat vor 600 Jahren Karten von Helios angefertigt. Perfekte Bezugsdaten. Ich kann sie mit Helios in seinem jetzigen Zustand vergleichen, aber ein Datensatz wird nicht ausreichen. Sam, was genau brauchen wir? Daten direkt aus der Geißel. Gesammelt von an Schlüsselpositionen platzierten Sonden. Sobald genügend Daten erfasst wurden, brauchen wir Ressourcen der Initiative für deren Auswertung und Analyse. Anschließend kann ich ein Vorhersagemodell erstellen, um den Kurs von Meridian zu berechnen. Wir haben einen Plan. Jetzt müssen wir ihn umsetzen. Die Leute zählen auf uns. Suchen wir ihnen ein Zuhause. Okay. Anomalie geortet. Sonde unterwegs. Das hier ist einer der ausgewählten NAV-Punkte zur Datenerfassung. Wir sollten eine Sonde absetzen. Aber wer hat die Geißel erschaffen? Wenn die Kunden angegriffen wurden. Sonde zur Datenerfassung ist einsatzbereit. Sonde ist in Position. Das sind aber viele, viele Schlüsselpositionen. Also, irgendeiner muss die Geißel lernen, also als Waffe benutzt haben. Vielleicht war es eine Vorart der Kette. Sensoren. Schicke Sonde auf. Das hier ist einer der ausgewählten NAV-Punkte zur Datenerfassung. Wir sollten eine Sonde absetzen.
Sonde zur Datenerfassung ist einsatzbereit. So, ich brauche ja bloß 3. Ich war jetzt da, da. Dann fliegen wir hier hinten hin. Schiffe würden sich so weit hinauswagen. Es ist unsere Aufgabe, die Ersten zu sein. Anomalie geortet. Das hier ist einer der ausgewählten Nachpunkte zur Datenerfassung. Wir sollten eine Sonde absetzen. Sonde unterwegs. Erhalte Scandaten. Wir nähern uns einer der optimalen Sondenpositionen, Pathfinder. Sonde zur Datenerfassung ist einsatzbereit. So, mit der Crew raiden. Berechne Reliktschiff-Dynamik. Sam? Erstelle Vorhersagemodell. Zwischen der Reliktstadt, Meridian und der Erklärung, wie die Geißel da reinpasst. Mit Verlaub, das ist alles echt kranke Scheiße. Ziemlich viel los hier oben. Habe ich bekommen, was wir gebraucht haben? Sie haben in der Tat etwas bekommen. Den Schlüssel zu allem. Hier drin. Die Mutter aller Navigationshilfen. Bringen Sie das zurück zur Reliktstadt. Finden Sie einen Override und Ihre Schiffe werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Inklusive Korrekturen wegen der Geißel. Sie erhalten die exakte Position. Das Herz des Gewölbenetzwerks. Wir können es schaffen. Okay. Also kann ich ja zurück zu der Stadt. Und kann auch ein bisschen scannen. Also Cat dürften in der Stadt ja gar keine mehr vorhanden sein. Relikte eigentlich auch nicht, aber ein paar Türen dürften auf sein. Wir hatten ja, ich glaube, 2 Türen. Es fühlt sich anders an, jetzt wieder hierher zurückzukommen. Wir sind jetzt anders. Wir sind bereit. Sam hat einen möglichen Override für die Reliktschiffsteuerung markiert. Einen Turm mit einem unabhängigen Energienetz. Er könnte eine der Steuerungen sein, mit denen Meridian verlegt wurde. Und eine Möglichkeit, es wiederzufinden. Aha. Sie können die Erkundung von Helios vor oder nach dem Ende der Hauptstory fortsetzen. Möchten Sie jetzt zur Mission? Okay. Sind wir da echt jetzt schon am Ende? Es sieht alles gut aus, Pathfinder. Finden Sie den Override, setzen Sie diese Hardware ein und die Relikte werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Und all unsere gemeinsame Arbeit wird sich bezahlt machen. Sind Sie bereit? Ja, unsere Zeit ist gekommen. Alles, was wir geleistet haben, hat uns hierher geführt. Tempest, wir gehen rein. Bisher ist alles ruhig, aber irgendwas hat sich verändert. Die Orbitalscans haben ein autarkes Energienetz innerhalb des Turms entdeckt. Und das heißt? Die Verteidigungssysteme sind möglicherweise nicht auf unserer Seite. Verdammt. 145 Meter bis zur mutmaßlichen Override-Steuerung. Durch die Tür.
Seien Sie wachsam. Und sie sehen nicht freundlich aus. Das ist doch untertrieben! Da kommen noch mehr! Sie wollen diesen Ort um jeden Preis verteidigen! Ihr Widerstand wird schwächer! Weiter so! Konsole. Eine letzte Relikttür. Die Steuerung liegt direkt vor Ihnen. Die Daten deuten auf mehrere Startbuchten sowie mögliche Informationen zur Verwendung von Meridian hin. Nach all den Kämpfen stehen wir jetzt so kurz vor dem Ziel. Wir sind endlich am Ziel. Sam, ist alles bereit? Relevante Daten für Upload bereit. Okay, dann wollen wir mal. Die Reliktschiffe sind gestartet. Sie folgen dem Override-Vektor. Die Geißel bewegt sich, aber sie kommen durch zu was auch immer. Doch. Meridian Pathfinder. Ist das ein Planet? Er sieht künstlich aus. Kann das stimmen? Laut Daten ist er hohl. Eine autarke Saatwelt, das Herz des Gewölbenetzwerks. Wird sie reaktiviert, beeinflusst das alle verbundenen Planeten. Sie kann Helios zu einer Heimat machen. Auf diesen Tag hat jeder von uns hingearbeitet, seit wir unsere Galaxie verlassen haben. Meinen Glückwunsch, Pathfinder. Hä? Welch großer Tag für uns alle. Vorsicht! Wo ist der denn? Auf der Nexus? Ich hatte dich für einen würdigen Rivalen gehalten, aber du bist eine Fälschung, eine Lüge. Als ich erkannte, was dich zu etwas Besonderem machte, deine Verbindung, wusste ich, wie und wann ich sie dir nehmen würde. Ich habe zugelassen, dass du Meridian findest. Und jetzt werde ich deinen Sam benutzen, um es zu einer Waffe zu machen. Ganz Helios wird aufsteigen. Oder eure Welten werden eine nach der anderen sterben. Angefangen mit Eos. Alles, was ich brauche, ist ein Implantat wie deines. Und dank deiner Erinnerungen weiß ich, wer noch eines besitzt. Ein weiterer Grund, die Hyperion zu kapern. Meine Schwester. Stürze in die Finsternis, Pathfinder. Du warst beinahe würdig.